Hey ho, Spiel, Spaß und viel Schokolade hier im Fußballmanager 13-2 mit den Zebras. Felix Wiedwald, weiße Weste. Ja, hat seinen Kasten seit 5 Spielen sauber gehalten. Wir sind seit 5 Spielen hinten dicht. Das ist natürlich auch eine gute Voraussetzung für unseren Werdegang, weil wir auch, wenn wir keine Tore reinlassen, folglich auch stabil hinten stehen und dann die ganze Mannschaft auch wesentlich stabiler spielt. Ja, Julian Koch wurde auch in die Spieltagsmannschaft gewählt, hat auch das entscheidende Tor gemacht gegen SG Dynamo Dresden. Wollen wir natürlich hier nochmal nutzen, um ihn da zu motivieren. Super letztes Spiel auch. Ja, Fermo Costati hat ein bisschen Aua Aua. So, was kann er hier denn mal machen? David Pisot, was ist das denn nochmal ein? Habe ich denn da nochmal einfach einen reingeguckt? Ja, der war ja hier mit angegeben mit Stärke 70. Schauen wir mal, ob er auch Stärke 70 ist. Scouts ohne Aufgabe sollen halt scouten. Also das Blickfeld. Sieht doch soweit alles gut aus. Jovanovic wird wieder reingewechselt. Soll vielleicht da auch nochmal den Castrati ein wenig entlasten. Da wollen wir natürlich auch die Rotation weiterhin nutzen, um die Jungs auch richtig heiß zu machen auf die Spiele. Wenn sie mal ein Spiel nicht spielen dürfen, sind sie dann im nächsten Spiel mehr heißer drauf auf das Spiel vielleicht. Und unsere zweite Mannschaft, ein leidiges Thema, dennoch wollen wir hier die Chance nutzen, sie weiter voranzutreiben. Die sollen auch mal weiterhin hier angreifen. Mit Sprints etc. Koordination auch noch. Und was machen wir noch? Hier noch ein bisschen die Fähigkeiten trainieren. Können wir noch eine verschieben. So, machen wir das dann so. Nächstes Spiel. TSV 1860 München. Im Hinspiel konnten wir einen herausragenden Sieg feiern. Gegen 1860 München. Und infolgedessen ist es natürlich wunderbar, wenn wir da vielleicht nochmal den 60ern ein Bein stellen können. Und natürlich auch unsere Festung in der Schau ins Land Reisen Arena. Ja, sie heißt so wirklich so. Liebevoll auch SLR Arena genannt. Ehemals Wedau Stadion. Halt, dass wir da weiterhin eine Festung aufrechterhalten können, ein Hexenkessel mit unseren tollen Fans, die natürlich auch hier vielleicht angelockt werden durch die guten Leistungen, die wir weiterhin hier zeigen. Und das ist schön, denn wir haben eine gute Winterpause hinter uns, denke ich, haben uns gut vorbereitet für die Rückrunde, müssen die Rückrunde auch weiterhin nutzen, um hier Punkte einzufahren. Wir sind ja weiterhin auf Platz 1 oder jetzt auf Platz 1 vorgerückt und haben auch die Chance, ganz ehrlich, unser Tabellenziel, obere Tabellenhälfte, einfach zu toppen. Das wäre schön, denn in der ersten Liga, da wartet die große Kohle, da warten wunderschöne Stadien, herausragende Spieler, da wollen wir uns vielleicht auch messen. Das wird ein Riesengewaltakt, falls wir es schaffen sollten, dort einfach anzukommen, denn man muss auch mal bedenken, wir sind hier in der ersten Saison des Let's Plays. Das wäre dann auch, folglich müssten wir dann auch die Mannschaft komplett umstellen, weil so wie wir sie derzeit haben, läuft sie zwar gut für die zweite Liga, aber für die erste Liga müssen wir einfach auch neue Kräfte ranholen, neue gute Spieler ranholen, auch vielleicht Spieler mit Zukunftspotenzial. Da haben wir auch wesentlich mehr und bessere finanzielle Mittel, und die wir ausschöpfen können. Und das sollten wir dann auch versuchen durchzusetzen, weil einfach auch dort die ganze große Kohle wartet. So ist es. Ne? Und zweite Liga ist natürlich auch wunderschön, bringt uns hier aber als Verein nicht wirklich weiter, weil wir wollen ja auch den Verein weiterhin gesunden, sind natürlich nicht hier mit dem MSV und den Zebras auf Rosen gebettet. Wer das halt verfolgt hat im richtigen Leben, musste der MSV im Dezember gerettet werden. Das sieht alles natürlich nicht wirklich gut aus. Und vielleicht können wir hier im Let's Play einfach mal zeigen, wie es funktionieren könnte. Wie vielleicht
ja, vielleicht auch ein bisschen ein Traum oder Zukunftsvision. Wir nutzen natürlich auch hier diese Teamdynamik weiterhin, auch wenn die Teamdynamik schon wieder auf 110 runter ist. Ich habe keine Ahnung, was die Scheiße soll. Immer dieselbe Sache. Deswegen nutzen wir hier einfach nochmal die Chance, mit den Jungs einfach zu reden. Können wir mit ihm da reden? Ah, oh, verliert 15 Moral. Wunderbar. Wir brauchen ja keine motivierten Spieler. Mann, immer dasselbe. Dennoch müssen wir hier mit den Jungs reden, auch wenn es nicht wirklich was bringt. Teilweise, wenn man mit ihnen irgendwie was anderes redet. Denn sonst, wenn man nicht wirklich mit der Mannschaft redet, beziehungsweise nicht durchgängig mit der kompletten Mannschaft redet, sondern klar seine Lieblinge vielleicht hat und nur die mit denen redet, dann kommen andere Spieler, meckern vielleicht, du redest mit mir gar nicht und du hast deine Lieblinge und was auch immer. Das ist dann natürlich ein bisschen schade. Oh, hier können wir auch mal sagen, alles Gute zum Geburtstag. Oh, heieiei. Das ist doch wunderschön. Jasula, du hast gut trainiert. Leg da nochmal 3 Moral zu. Das ist gut. Wir müssen uns ja weiterhin vorbereiten auf das Spiel gegen TSV 1860 München. Legen ja auch unseren Fokus auf die erste Mannschaft. Die zweite Mannschaft kriegt immer ordentlich einen eingeschenkt. Da müssen wir in der kommenden Saison auch anpacken. Besonders wenn wir den Aufstieg sachen sollten, müssen wir die zweite Mannschaft vielleicht nochmal verstärken. Vielleicht auch im Hinblick darauf mit Talenten ein bisschen verstärken, die einfach vom Talent höher sind, sich besser entwickeln können, bei uns die Chance bekommen, sich hervorzutun. Das wäre schön. Und hier natürlich auch einige Verträge lassen wir einfach auslaufen in der zweiten Mannschaft, weil die Männer sich da nicht hervortun. Die zeigen auch kein mannschaftliches Gefüge, was ja auch sehr wichtig ist. Gut, internationale Nominierungen. Warum wird mir das jetzt schon angezeigt? Ist doch nur ein Monat bis da. Hä? Komisch. Aber wir wollen nochmal die Chance nutzen, diese Länderspielpause in einem Monat für ein Abschluss-Friendly. Kann man da einen FC Krei da ranholen? Das wäre schön. Die werden sich dann nochmal melden. Oder auch nicht, keine Ahnung. Oh, ist anscheinend schon durch. Gut, das wäre schön, wenn wir da den Jungs nochmal einen einschenken könnten. Unsere Mann nochmal ein bisschen Form tanken. Oh, die haben ja doch schon gespielt. Karimov hat gespielt und Schema Belborovic. Belborovic mit einer 1. Hat aber nur 21 Minuten gespielt. Aber immerhin. Dürfte ihm ein bisschen Moralpush auch für das nächste Spiel gegen 1860 München geben. Das ist ja schön. Anfrage vor Freundschaftsspiel ist abgelehnt. Ist klar. Und Dominik Reiner ist schon wieder verletzt. Alter Falter. Ah, jetzt geht's los hier. Die wollen den Wiedwald haben. Nein, nein, nein. Alles meins. Nein, nein, nein. So nicht. So nicht. Das steht fest. Für unverkäuflich erklären. Den will ich nicht loswerden. Felix Wiedwald möchten wir auch weiterhin zwischen unseren Pfosten haben. Denn er ist einfach auch ein guter Rückhalt. Hat auch immer wieder hier solide und herausragend konzentrierte Leistung gezeigt in unserem Let's Play. In diesen Folgen. Und wir wollen hier weiterhin die Chance ergreifen. Ja, Belborovic müssen wir reintun, weil er mit 17, Form 17 natürlich herausragend derzeit ist. Ist klar. Sieht es da aus hier in der Jugend. Da nochmal den Aufstellungsassistenten nutzen. Ja, Burak Bayram. Burak Bayram. Ihn müssen wir verpflichten. Das steht fest. Das steht fest. Und wir müssen auch hier in der Jugend einfach auch auf Talentsterne achten, damit wir den Schnitt mal ein bisschen hochziehen, auch irgendwann mal aussortieren. Geht ja gar nicht. Geht ja gar nicht. Trainingsziele nochmal schauen hier. Manuel Stierle. Ballkontrolle. Dann Dribbling. Und dann schauen wir nochmal. Flanken ist ganz gut. Los, zack. Beweglichkeit oder Ausdauer? Ausdauer zuerst. Oh, und dann Beweglichkeit. So, das wollte ich so machen. Gut. Da kann er sich dann nochmal ein bisschen hervor- oder heranarbeiten. Auch wenn er eine Diva ist. Hat den, oder die Dings Diva.
die Eigenschaft. Ja, nicht so wirklich gut. Dafür folgt dann vielleicht ein wenig zu Streitereien. Dennoch, vielleicht ein gutes Talent, das wir hier heranzüchten wollen. Ich meine, Cristiano Ronaldo hat auch, glaube ich, auch die Fähigkeit Diva. Und wenn man an ihn so denkt, ist natürlich gut. Wir müssen hier in der A-Jugend, B-Jugend, müssen wir auf jeden Fall angreifen. 48. sind wir nur im internationalen Vergleich. Das ist natürlich sehr schlecht. Wir müssten eigentlich unter den ersten 36 sein. Das darf so nicht sein. Ganz einfach. Das darf so nicht sein. Zweite Mannschaft lassen wir gleich auch dann spielen. Die kriegen da auch, egal wenn wir da ausstellen oder nicht, die kriegen immer einen auf der Hucke, ist egal. Und sindflugartiges Spiel abgesagt. Oh, was ist das denn? Ich glaube, unser Spiel gegen 1860 München wurde abgesagt. Mai, Mai. Folglich müssen wir das nachholen, direkt 3 Tage später. Und haben in der nächsten Woche dann 2 Spiele. Dries Mertens wechselt zu Schalke, glaube ich. Sponsor zufrieden mit Medienberichten, da kriegen wir nochmal 50.000 Euronen. dann haben Jugendspieler Trainingsziele erreicht. SV Wilhelmshaven ist an uns interessiert. Spiel wurde abgesagt. Unsere Reserve hat mal wieder, welche Überraschung, verloren. Auch wenn Roland Müller eine 1,0 hat und da anscheinend dennoch einige Tore verhindert hat, haben sie trotzdem noch 2 zugelassen. Jasula ist wieder fit. Der Klaus Jasula. Sponsoring. Schauen wir nochmal nach. Um Geld bitten. Nein, ich würde gerne hier noch ein Meet and Greet machen. Mit Branimir Bajic. Da vielleicht nochmal den Status ein wenig hochtreiben. Die Zufriedenheit. Sponsoren sieht gut aus. Bandenwerbung haben wir alle vergeben. Da ist auf jeden Fall noch Entwicklungspotenzial vorhanden. Weil einfach auch wenig Geld da reinkommt. Aber das lasse ich auch so erstmal laufen. Weil man muss ja auch so sehen, wenn wir aufsteigen sollten, kriegen wir da ganz andere Angebote rein. Und wie gesagt, Geld wartet, Geld lockt da oben. Und deswegen ist es ganz gut, dass wir hier weiterhin so solide spielen. Haben jetzt die letzten Spiele alle gewonnen. Auch die Runden übergreifend, also Vorrunde und Rückrunde. Gegen SG Dynamo Dresden war zwar knapp, aber dennoch zählt im Endeffekt, wer 3 Punkte nach Hause mitnimmt, wer mehr Tore schießt. Und wenn wir das so schaffen, dann nehmen wir das so mit. Dann haben wir halt auch, man muss auch schäbige Spiele gewinnen, so sollte es gesagt werden. Winning ugly, sozusagen. Gut, unsere zweite Mannschaft darf hier nochmal ein bisschen ran an die Buletten. Sollen auch nochmal ackern. Sprungkraft infolgedessen, damit die auch mal ein bisschen hier ans Schwitzen kommen, die werten Herren, Freunde der Nacht. Scheint mir mehr so, dass sie da lieber im Nachtleben vom Ruhrgebiet versinken, als Fußball zu spielen. Unsere zweite Mannschaft hier im Let's Play. Natürlich etwas schade. Da können wir auch nochmal ein bisschen angleichen, hier den Trainingsumfang. Weil die Jungs sollen ja auch trainieren, sollen ihre Fähigkeiten ausarbeiten. Das ist auf jeden Fall super Sache. Denn diese Woche steht ja keine einfache Spiele an. Ja? Wie man sieht, TSV 1860 München wird ja verlegt. Wird kein einfaches Spiel. Und direkt danach wartet auch wieder zu Hause von uns. Also wir haben wieder ein Heimspiel. Der FCK, die Roten Teufel. Kein einfaches Spiel. Da geht es auch ein bisschen um die Vorentscheidungen. Das wird ein 6-Punkte-Spiel. Wenn wir Lautern schlagen, können wir uns weiterhin den Konkurrenten oder den direkten Konkurrenten hier Punkte klauen. So die Theorie. So die Theorie. Timo Pertl. Ach, der hat doch gar keine Fähigkeiten hier drin. Trainingsziele, meine ich. Oh, Flanken. Unterirdisch. Für seine Position. Er muss eigentlich als links Mittelfeldspieler muss er eigentlich flanken können, ne? Schauen wir nochmal nach, was du so kannst. Dribbling schlecht. Ah, sind alle noch nicht so hoch. Ja, ja, er ist zwar mit 24 noch recht jung, aber irgendwie, ja, ich sag mal, da mit 24
kann man vielleicht die Trainingsziele nicht so schnell erreichen wie ein 16-Jähriger, der natürlich wesentlich schneller dazu lernt. Gut. Pavlovic, was ist das denn? Warum hat er denn Schnelligkeit trainieren? Muss man nochmal Trainingsziele ein bisschen anpassen. Er hat auch keine Trainingsziele, deswegen trainiert er irgendwas. Flanken zum Beispiel. Was haben wir noch hier? Schauen wir nochmal rein. Manndeckung wäre gut. Oder Dribbling. Deswegen schauen wir nochmal rein in die Trainingsballkontrolle. Nee. Lange Pässe, kurze Pässe. Lange Pässe ist ganz gut, okay. Soll ja auch von hinten raus passen können. Beweglichkeit. Ja, Manndeckung natürlich sehr wichtig als rechter Verteidiger. Soll ja auf der Seite dicht machen. Dribbling nehmen wir auch noch dazu. Wobei das ja eher für die Offensivkraft ist. Für Verstöße. Und Beweglichkeit. Beweglichkeit noch ein bisschen nach oben. So, machen wir das so. Damit die Jungs auch einmal richtig angreifen hier. Bringt ja nichts, wenn die Jungen was trainieren, wo sie entweder ja schon wesentlich höher sind im Vergleich zu den anderen Fähigkeiten. Es soll ja eigentlich ausgeglichen herrschen. Wenn eine Fähigkeit, eine wichtige Fähigkeit, ziemlich niedrig ist, ist natürlich ein bisschen tragisch, wenn die vernachlässigt wird. So, schauen wir nochmal rein. Ungenesen Meet and Greet, wie sieht's da aus? Vertreter des Hauptstadtes verlief ohne größere Ereignisse. Timer zeigten sich zwar interessiert, Bajic kennenzulernen. Und wir sehen uns dann gleich in der nächsten Folge wieder.